Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxens. Wir spielen eine Runde Nachtsession Bundesliga Weekend League. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was Werner bisher. Ups. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was in Form Werner bisher für Werte produziert hat. Das machen wir direkt mal. Oho, 6 Spiele, 5 Scorepunkte ist gar nicht mal so gut. Aber egal. Ich glaube, ich habe auch nicht so gut gespielt, die letzten Spiele, von daher. Gut angefühlt hat er sich eigentlich. So, wir hatten irgendeinen Verletzten. Was? 2 Spiele? Fuck. Wir haben aber auf jeden Fall eine Fußheilungskarte, mal gucken. Vielleicht haben wir ja ganz viel Glück und der Gegner bricht zeitig ab. Wir können mit viel Fitness noch ein Spiel machen mit der Bundesliga. So, jetzt konzentrieren, vor allem mit der Abwehr gut stehen und nicht aufregen. Selbst wenn Scheiße läuft, egal. Gegner hat ein sehr gutes Team, vor allem der Sturm macht mir Angst, aber auch Courtois nervt immer rum. Aber wie gesagt, der Sturm Hunter, Hawk, also die sind alle sehr schnell. Ich gehe auch direkt mal auf Defensiv. Keine Ahnung, ob das Absicht war. Merkwürdig. Ich wollte eigentlich ganz rüber passen zu Bailey. Schön gemacht von Ginter. Echt noch ein Abseits, blöd. Ich
Oh, schade. Sehr geil. War genauso geplant. Ich meine, der Gegner hat bisher auch viele Fehler gemacht. Es war genauso geplant. Ich wollte auf Vidal ablegen und genau in dieses Eck da schießen. Sehr schön. Hat aber auch nicht gut verteidigt. Jetzt ruhig bleiben. Sehr, sehr geil. Geil ausgespielt. Und dann hat Bailey halt auch den starken Linken. Und es war, glaube ich, eine Vorlage von Werner. Ich denke, es bricht er ab. In der Halbzeit, oder? Er wäre natürlich optimal, wenn er jetzt abbricht, weil er könnte ich ohne Probleme noch ein Spiel machen mit der Bundesliga, müsste halt nicht eine Heilungskarte auf Roberto Firmino einsetzen. Scheint nicht abzubrechen, oder? Vielleicht jetzt einmal gucken. Hat auch nur einmal geschossen und dann nicht aufs Ziel. Krass, er bricht nicht ab, schade. Vielleicht, wenn wir jetzt noch ein schnelles Tor machen, bricht er vielleicht ab. Bei dem schnellen 4-0. Schade.
erster anständige Angriff von ihm, aber war jetzt auch nicht wirklich super geil. Fuck. Ärgerlich, aber es ist halt einfach FIFA 18. Man kann nicht alles verteidigen. Es ist nervt, aber man kann nichts machen. Erste Ecke im Spiel, oder? Ah nee, Quatsch, zweite. Ich hatte schon eine. Dafür, dass es Ginter war, echt guter Schuss. Schade, hat er gut gemacht. Na. Dass der Radecki rauskommt. Ich habe ihn nicht rausgeholt. Als Verteidiger ist auf jeden Fall besser, weil er aggressiver ist. Alles egal, wir haben Zeit. Ah, schon wieder ein Fuß dran. Unglaublich geil. Was für eine Vorlage von Werner und was für ein krass trockener Abschluss von Arangis. Also Wahnsinn. Und dann bricht er ab. Beim vierten Tor, ich wusste es. Hammer. Werner gehört auch wieder zu den Besten. Arangis, Bailey und Vital. Vorlagen müsste einmal Sokrates sein. Ja. Drei Vorlagen, Werner. Krass. Ah ne, Moment, ich wollte noch mal gucken, wie in den Paraden. 4, okay. Ja, aber leider jetzt so viel eher. Schluss war jetzt auch nicht. Ich glaube, die sind jetzt trotzdem ziemlich platt, die aus der Bundesliga. Ach, ich glaube, ich mache trotzdem noch einen. Ist keiner unter 95. Und damit hat er jetzt auch mehr Scorerpunkte als Spiele. 8 Stück in 7 Spielen. Und das Krasse ist halt echt, dass er 5 Vorlagen hat oder 3 Tore als Stürmer. Hoffen wir mal, dass es jetzt genauso gut läuft oder noch besser.
Okay, das Team ist nicht ganz so krass, aber auch nicht schlecht. Jesus wieder mal mit Basic Champions League Style. Und Martial als LM auf der ZM-Position. Das heißt, er bekommt keine volle Chemie. Das ist ein bisschen merkwürdig. Scheiße, was für ein Anfang. Krasser Schuss von Belia, da ist ja auch Distanzschütze. Schön, so gefällt mir das. Schade. Wäre krass gewesen, wenn jetzt wieder so ein Ding reingegangen wäre. Das wäre aber auch wieder lucky gewesen, ey. Aus dem Winkel, krass.
Müsste nicht auch irgendeiner von den, vom Gegner eine gelbe Karte bekommen? Das war knapp, schade. Bailey, Doppelpark, Vorlage, Werner. Werner ist jetzt eher so der Vorlagengeber, wie es aussieht. Schön ausgekontert auf jeden Fall. Tja, da bringt ihn sein, ich glaube, Second oder Third in vom Schmeichel auch nichts. Toll. Haben wir ganz gut gespielt, denke ich, bisher. Ein, zwei Fehler waren wie immer drin. Na komm, ich denke mal, ich stelle jetzt irgendwas um, weil so richtig zurechtgekommen ist er ja nicht. Na komm. Lässt sich auch jemand Zeit, damit er auf Karten direkt nochmal auf Pause drücken. Ist das Bale? Den hat er doch erst eingewechselt. Der war vorher nicht da. Ja, Bale gegen Morata. Scheiße, zu weit vorgelegt. Nice luck.
Danke, Radecki. Aber hat er mal ausnahmsweise gut gespielt? Wir tauschen mal Bailey. Ja. Nehmen wir mal den Doppelpack raus, der hat genug gemacht. Das hat sich ja gelohnt. War das gerade Lewandowski? Nee, oder? Mach's gut. Tolisso mit einer Vorlage und einem Tor. Gute Aufnahme. Zwei schöne Spiele. Jetzt hat sich später noch verletzt, aber war das ja gar keine so schlimme. Also, ich habe nicht mal getackelt. Ah, schade. Kinder, das war gar nicht Werner. Oh, jetzt schießt mal Eigentore, wenn wir ganz traurig sind, mal verlieren. Komm, wir jubeln mal noch ein bisschen.
kann dann noch ein Tor schießen, kriege ich mehr Geld. Bei 5 Toren ist Maximum. Ich frage mich, warum bei Eigentoren immer zwei Wiederholungen gezeigt werden und bei normalen Toren nicht. Wie ihr guckt. Komm, noch ein Eigentor. Oh Gott, was für ein Trottel. Ja, Baby. Sehr verdientes Tor, sehr schwer vor allem. Aber an sich, also war jetzt kein schlechtes Tor, also aus der Entfernung. Okay, gute Aufnahme dann, würde ich sagen. Gucken wir noch die Scorerpunkte an und dann bis zum nächsten Mal. Tolisso ist Man of the Match mit einer 10er Bewertung, krass. Tore, Tolisso, Arangis und zweimal Benny. Vorlagen, Tolisso, Arangis, Werner, Regie. Also dann bis zum nächsten Mal, tschüss.